Damit herzlich willkommen zu Resident Evil Village. Wir sind jetzt, ich habe mich eigentlich dazu entschlossen, eine kleine Pause einzulegen, weil man sieht es auch, bin jetzt, es ist kein Wunder von irgendeiner Barschlägerei, sondern von meinen neuen Tattoos, also kleinen Mini-Tattoos. Ich mache ja nebenbei neben den großen, ja, noch so Mini-Tattoos. Aber ich dachte mir, wir machen jetzt eine Folge Resident Evil. Mal kurz, jawohl, läuft alles super. Wie wir jetzt so weit kommen, mein Ziel ist es heute bis zu Donner und Angie zu kommen, also mindestens bis so zum Eingangsbereich. Und ja, und ich habe jetzt auch neue Kopfhörer für den Controller. Und dann werden wir jetzt einfach mal loslegen. Ja, wir sind ja hier sozusagen in unserem Sicherheitsraum. Oben läuft sie gut, weil wir haben jetzt unserem, ich wollte schon Marken sagen, unsere Masken. Okay, und den Sicherraum. Und den Sicherheitsraum. Kommt die Lady halt nicht rein oder allgemein die Gegner nicht. Gut, wir hören nur immer unseren guten Freund Duke, wie er sich dort gerade irgendwie was reinzieht. Ich gucke nur ab und zu mal hoch, dass uns die von hinten nicht kommt, auch wenn das ein passendes Thema wäre. Aber das muss ja nicht sein, nicht wahr? Das muss nicht sein. So, ach so, und ich hatte auch im Off die Koffer erweitert. Und somit haben wir jetzt auch mehr Speicher im Inventar. So, jetzt mal rein. Alles kaputt machen, das werden wir nicht brauchen und Zwischensequenz. Oder was da? Ich weiß es nicht. Ja, genau schon. Wir machen da jetzt auch praktisch den Endboss gegen sie. Und ja. Genau, das ist diese Kapelle. Oder Turm. Jetzt mal zigzag. Wo greifen uns Mescherschen? Und nee, das sag ich gleich. Du hast alles ruiniert! Aus dem Off sich die auf. Und dann ist auch dieses Monster. Ja, ich hätte noch ein bisschen lassen.
Relevanz. Müssen wir jetzt das Vieh treffen oder was? Und ich war ein Fehler. Oh mein Gott. Irgendwie schon. Aber irgendwie auch nicht. Die finde ich böse interessant. Aber irgendwie muss ich dich ja leider nehmen. Alter. Verflucht seist du! Ja, das kann man wieder kleben, das kann man wieder kleben.
Ja. Was ist denn jetzt eigentlich? Ah ja. Und natürlich ein Geheimgang. So, hier kommen wir glaube ich nicht. Nein, aber mussten wir da was holen? Jawohl. So, gucken wir mal hier rein, was hat das nicht? Nix. Ah, natürlich auf dem Scheißhaus findet man natürlich Geld. Logisch. Da fehlt uns wieder etwas, so wie immer. Warten das. Einen Moment, da muss ich jetzt noch kurz rausgucken, hier die tote Lady oder beziehungsweise dieses Vieh. Wo ist jetzt irgendwo dort der Rang? Moment, wir konnten das aufschießen, dann möchte ich mal kurz hier hin. Nur. Okay, nur um auf Nummer sicher zu gehen, schießen wir jetzt einfach mal hier rauf. Okay. Hätte ja klappen können, hätte ja klappen können. Leben wie im Tod preisen wir Mutter Miranda. Kann denn ein Mensch nur fast sterben? Ich habe keine Antwort darauf. Oh, du kommst zu spät! Oder nur fast zu spät. Das Kind wird geopfert. Leben für Leben. Die Siegel der vier Kinder mögen dir den Weg eröffnen. Es ist nur ein Rätsel, wenn du die Antwort nicht kennst. Ja, natürlich. Sichtbare Tür. Genau. Dort, das ist das Zeichen.
Haus Dimitrescu. Das ist das Haus von Donner. Mir fällt der Nachname von ihm nicht ein, das ist so ein italienisch klingender. Das ist Heisenberg. Und das ist dieses Fischvieh, dieser Versager, dieser Idioting, den eigentlich keiner mag und auch keiner kennt. Und kleiner Funfact: Die Alte, das ist Mutter Miranda. Sie ist eine Vormantlerin. So, um das grob mal so erklären. Wie gesagt, ich mache vielleicht immer ein längeres Video, wo ich mal alles so Figuren aus meiner Sicht erkläre. So. Und eigentlich unnötig ist mir hier dieses Gefäßhorn, mal ganz ehrlich. Das ist unsere Tochter, ein Bruchteil, und jeder, der ist 4-1. Und wir sammeln die alle auf einen Altar zusammen. Und Mutter Miranda klaut diese dann, weil wir abgelenkt sind. Und das ergibt irgendwie keinen Sinn, weil sie hätte sich das auch von ihren 4 Kindern holen können, aber okay. Hier war doch ein Stuhl. Ja, das ist schon gemein. Genau, und hier ist dieser Opferplatz oder zeremoniellen Platz. Ich weiß nicht, ob wir schon. Nein, das wollte ich sonst. Ich wollte ihn. Okay, hier müssen wir doch auf jeden Fall diese Gefäße drin sozusagen einführen, damit man dann weiterkommt. Das war ein Headshot auf dem dritten Versuch erst. Jetzt haben wir einen zweiten. So, da brauchen wir eine Kurbel. Sind noch hier was? Nein, da ist noch eine Wand. Ich glaube, da geht es wieder zum Dorf zurück.
Probieren wir mal den Schlüssel. Passt nicht. Da bist du. Hab mir gedacht, dass du hier auftauchen würdest. Wir haben ja ein paar. Wir haben ein paar. Okay, die hat man, könnte das vielleicht auf der anderen Seite sein. Ein Posten trinken, Mutti. Dieses Gefäß scheint ihren Kopf zu enthalten. Rose ist. Ist noch intakt. Ihre Kräfte sind wirklich. Einem roten Schornstein. Geh zu dem Mann, der dort lebt. Alter, lass es doch nicht fallen. Danach können wir unser Gespräch fahren. Du brauchst mir ja nicht zu glauben. Aber hast du eine andere Wahl? Entscheide du. Der Kunde ist schließlich König. Willkommen. Ich habe neue Waren für dich besorgt. Wie wär's? Oh, Lady Dimitrescu. Reizend selbst im Tod. Diese Kurven. Eine interessante Wahl. Essen ist Leben. Ah, das war dir aufgefallen? Na ja, gut, guck mal, alles das mindestens. Danke für deine Treue! Ja, das war doch klar, dass du auf sie stehst. Essen ist Leben, Mann. Unkümmert. Ja, eigentlich wollte ich die Piste ein bisschen weiter machen. Naja, gut. Ach, ja, eigentlich brauche ich mir alles, aber okay. So, das Typ, so, da war Haus Dimitrescu. Okay, eigentlich wollte ich nicht ins Dorf. Aber uns bleibt leider keine andere Möglichkeit.
nicht, dass ich Angst habe, aber... Das ist doof, also... Das gefällt mir halt so vom Ambiente irgendwie. Nicht so richtig. So, hier ist es. So, wie kommen wir jetzt hier rein? Okay, dann müssen wir ein bisschen außen rumgehen. Okay, wieder die Freunde. Die Freunde des Dorfes sind wieder hier. Ich meine, wie gesagt, ohne wieder auf dem Scheißhaus wie so Schrott finden, naja. Ich meine, Lady Dimitri, ich meine, ja, eigentlich mehr die Töchter, die sind das Heißeste gewesen, aber Donner. Super, würde ich dazu sagen. Alter! Der hier angst, das ist so ganz, ganz ruhig und ganz cool. Okay. Ich wollte dich nicht stören dabei, ja, was du gerade machst. Also wir müssen hier hin. Schon das weite Punkte. Okay, Flintenmunition kann man immer gebrauchen. Hier war irgendwie so ein Haus mit... Da habe ich doch hier mein Zettel mit den Kombinationen. Thank you.
soll man denn da halten? Ich hab's zu schnell weg. Wagenkurbel. Mhm. Alter, macht dich einen auf Winterschlaf oder was? Ich hab ihn angeschossen und gestern ist er abgekratzt. Bist du, hä? Alter. Alter, ihr geht mir so langsam auf den Nerv. Alter. Alter, was bist du denn? Alter, wie viel? Das war jetzt ein bisschen übertrieben, aber okay. Ich brauche dringend viel Munition. Ich habe so viel verbraucht dort. Schön, dass der wenigstens passt. Brunnenkurbel. Ja, hoffentlich brauchen wir die nicht. So, wollen wir wieder gucken, ob jemand drin ist? Ist mir jemand wieder schön? Nein, großer Kristall. Oh, das muss ich über den Flug verkaufen. Das ist gut. Jäger, wo wir nun abgeknallt haben. Anderen Seite verschlossen. Ach, hier sind gleich. Okay. Na, und? Etwas herausgefunden? Jetzt kommen wir auch zum Donnerkorn. Ganz ruhig. Erst musst du mit diesen Schlüsseln die anderen Flakons mit Rose finden. Sehr schön. Es gibt vier insgesamt.
fantastische Herrscherin dieses Dorfes. Ihr dienen die vier Grafen. Ja, den Scheiß drauf, wir gehen jetzt so direkt zum Duke. Eine von ihnen kennst du bereits. Die zweite lebt tief im Nebel des Fahrens. Hallo, Duke. Keiner ihrer Spielgefährten hat das modrige alte Anwesen je verlassen. Der dritte ist Moreau. In der Fabrik außerhalb des Dorfs. Was er da macht? Sagen wir, manche menschliche Fantasien sollten Fantasien bleiben. Wenn du deine Tochter wirklich retten willst, musst du alle vier Flakons finden. Ich habe die Aufenthaltsorte der Grafen auf deiner Karte für dich markiert. Im Dorf gibt es einiges an Schätzen zu holen. Ich bin sicher, sie werden dir von großem Nutzen sein. Das ist alles Teil meines vorzüglichen Kundenservice. Lass dich bald mal wieder blicken. So, Lady Dimitrescu haben wir schon erledigt, wie auf der Karte sehen. Jetzt geht's rüber zum Donner und dort war auch klapp. Ja, sonst würde ich ja das Spiel nicht weiterspielen. So, bevor wir weitergehen, machen wir uns mal einen kleinen Verkauf. Ja, gut, wir machen es einfach. Auf Wiedersehen! Hey, die Kopfhörer. Suchen Sie wieder jemanden. So, was machen wir hier raus? Ja, nee, nein, wir machen das nicht. Wir machen Lach. Jetzt kaufen wir noch ein bisschen Muni. Könnten wir wieder unsere alte Waffe zurückkaufen. Aber nee. So, dann auf zu Donner. Alter, ist der Hebel jetzt mal da draußen weg?
gucken hier, ob mir hier irgendwas. Nein, dann kommen wir wieder zurück. Okay, dann hier lang. Rose ist anders. Ethan, du musst ihr helfen. Alle verlassen mich. Ich will ehrlich sagen, typisch Holzbrücke. Hat jemand auf jeden Fall schon geguckt. Ja, also diese Donner, die spielt so mit dem, mit deinen Gedanken praktisch. So, Moment, so müssen wir es mal ausrüsten. Bist du doch gar nicht, ich bin doch bei dir. Erinnerung war das von ihm vor. Jawohl. Wenn natürlich nicht passend vorstellen sind. Mit hat die von Tempel, wo es auf dem Tod gestellt ist. Und da sind wir ja alle Marschreiter auch schon. Das wäre jetzt richtig geil. Das Klackern und das Licht, das geht. Ja, das stimmt. Das muss ich nicht mitreißen. Internen Speicherpunkt, hier wäre ein Speicherpunkt, den ich manuell machen könnte. Und da sind wir schon. Aber ich will bei einem Speicherpunkt mal speichern. Hat sich gelohnt, hier rauszugehen. So, hier hinten stehen noch ein paar Fässer. So, das sind wir schon im Haus machen. Ein Speicherpunkt wäre jetzt natürlich ganz klasse. Donner und Angie.
muss schon sagen, es ist hier schon sehr viel Liebe zum Detail. Das machen wir mal so ganz klar sagen. Hallo da. Alter, gibt's denn hier keinen Speicherpunkt für mich? Ich weiß es gar nicht mehr. Speicherpunkt wäre jetzt echt ganz nice. Hier ist ein Speicherpunkt. Gut, und da hier schon Angie sitzt, würde ich sagen, mit diesem Punkt sagen, sehen wir uns dann in der nächsten Folge von Resident Evil Village. Und ja, habt noch eine schöne Zeit und wir sehen uns dann beim nächsten Mal.